Ja, gute Frage. Sind Berliner Clubs noch Orte, wo der Unterschied zwischen Ost und West verschwindet? Ich glaube, erstmal muss man sagen, es gibt noch Unterschiede zwischen dem ehemaligen Ostdeutschland und dem ehemaligen Westdeutschland. Ich habe auch in Dresden, also im ehemaligen Osten, studiert und weiß, dass es noch, ja, es gibt noch kleine Unterschiede, auf alle Fälle. Ich glaube aber nicht, dass Clubs immer noch Orte sind, wo diese Unterschiede verschwimmen. Ich denke, dass gerade in Berliner Clubs gar nicht mehr so viele Leute gehen, die ich vielleicht heute dem ehemaligen Osten zuordnen würde. Ich glaube, in diese Clubs gehen meistens eher die gleichen Leute, die sich ja alle als Berliner begreifen und nicht mehr als Ost-Berliner oder als West-Berliner. Deswegen glaube ich, dass das heute nicht mehr so ist.